Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und ich bin mal wieder an meinem Lager im Wienerwald. Und es ist so ein bisschen Jahresausklang. Wir haben jetzt knapp Mitte Dezember. Es ist der 10. Dezember heute. Das heißt, das Jahr neigt sich so schön langsam seinem Ende entgegen. Und ich habe für nächstes Jahr hier an diesem Platz, an diesem Lagerplatz, einen Plan. Und den möchte ich mit euch heute teilen und einen kleinen ersten Test heute in die Richtung auch schon machen. Ich möchte nämlich hier diesen Platz nächstes Jahr schrittweise, Stück für Stück, zu einem richtig schönen Buschkraftlager umbauen. Mal schauen, vielleicht kriege ich auch die eine oder andere Unterstützung, vielleicht vom Tiroler oder so, oder von einem anderen YouTuber, der daran interessiert ist, mal schauen. Aber auf jeden Fall wird es primär mein Projekt sein. Ich habe so ein paar Ideen, was ich hier machen möchte. Und das ist so das Projekt für nächstes Jahr hier an meinem Lagerplatz. Und ja, was möchte ich heute machen? Ich möchte euch so ein bisschen erklären, was ich vorhabe. Und dann möchte ich noch etwas ausprobieren, was ich ja von Survival Ost bekommen habe, nämlich die Kettensäge. Die wird heute mal einen kleinen ersten Test erfahren. Und ja, ich möchte einfach mal einen Ast von einem umgestützten Baum abschneiden. Der liegt da ein Stück weiter, es sind ein paar umgestützte Bäume vom letzten Sturm, die dort noch liegen. Und da möchte ich mir einen halbwegs geraden Ast holen und den quasi mal so als ersten Basisbalken herrichten. Der soll nämlich hier über diese Bäume hier drüber kommen, also über den hier rechts von mir und den hier links von mir, und soll dann so dieses Basisgerüst werden für dieses Buschkraftlager. Das Ganze wird im ersten Schritt mal hier in dem Bereich ein Lean-to-Shelter. Das heißt, ich werde oben einen Querbalken stellen und hinten dann entsprechend Äste anstellen, die hinten dann quasi ein Dach und einen gewissen Wetterschutz bieten und dann vielleicht am Boden noch so eine kleine Bank, auf der man dann gegebenenfalls vielleicht auch mal übernachten kann im späteren Verlauf. Und das ist so mal der erste Schritt, was ich hier in diesem Lager gerne aufbauen möchte. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir schauen jetzt mal zu den Bäumen und schauen, ob wir dort einen vernünftigen Ast finden. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, liegen da ein paar umgestürzte Bäume. Wie gesagt, das Ganze ist vom letzten Sturm. Und ich werde mir da jetzt irgendwo einen schönen, halbwegs geraden Ast suchen, den wir dann da abschneiden und verwenden können. Ich denke, ich werde das von dem hinteren Baum nehmen. Ich glaube, da sind ein paar längere dran. Aber mal schauen, was wir da finden. Das schaut doch ganz gut aus da. Also der wäre schon mal so ein Kandidat. Der ist relativ gerade und auch recht lang. Ich schaue jetzt noch einmal rundherum, ob wir vielleicht noch irgendwas Besseres finden. Der wäre auch ziemlich cool. Der ist auch schon länger tot. Oder auch der, was da unten liegt. Ich glaube, den werde ich nehmen. Der ist nämlich richtig schön gerade und ich glaube, der hat gerade die richtige Länge. Ich glaube, den werde ich nehmen.
Ja, ich denke, ich werde das so machen mit dem Baum, über die zwei, weil das wäre wahrscheinlich eine zu große Distanz. Aber ich denke, zwischen den beiden Bäumen, das passt ganz gut. Auch weil da relativ viel frei ist, wenig Gestrüpp. Das heißt, ich brauche da eigentlich gar nicht viel eingreifen. Ja, ich denke, das ist sehr vielversprechend. Und je nachdem, wie jetzt das Wetter über die nächsten paar Wochen ist, werden wir mal schauen, was ich da noch alles zusammenbringe. Wenn es über die Weihnachtsferien passt, dann werde ich vielleicht das eine oder andere Mal auch mit meinem Neffen hierher kommen und ein bisschen was basteln. Mal schauen. Aber das kommt halt das Wetter drauf an. Muss man jetzt schauen, ob jetzt dann nochmal der Schnee kommt oder wie auch immer. Weil kalt ist egal, aber Schnee ist natürlich zum Lagerbau jetzt nicht so toll. Muss man jetzt dann einfach schauen, wie sich das Wetter dann entwickelt über die nächsten Wochen. Aber ich denke, ich habe hier eine ganz gute Basis und habe auch noch sehr viel Baumaterial hier in dem Wald. Also es sind überall umgestürzte Bäume, wo ich mir Äste runterschneiden kann etc. Ja, ich glaube, das wird ganz cool. Jo, in dem Sinne würde ich sagen, war's das für das Video. Ein bisschen was Kürzeres diesmal, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Teilt das Video. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal. Würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.